Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben ein neues DWS Steuerberater Online GmbH Seminar. Das Seminar mit dem Titel Wichtige Belehrungsschreiben für Mandanten mit dem Untertitel Information und Haftungsvermeidung. Das Seminar wird von Kollegen Prof. Dr. Schlaab und von mir durchgeführt. Mein Name ist Harald Schäfer. Ich bin Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, führe eine Kanzlei in Mannheim. Vielleicht zwei Sätze zum Titel, damit man den besseren Zugang zum Seminar findet. Wichtige Belehrungsschreiben. Der Begriff Belehrung ist übernommen aus den Urteilen des BGH. Der Steuerberater muss seinen Mandanten bezüglich seines Tätigkeitsgebietes belehren, damit der Mandant den gewünschten steuerlichen Erfolg erzielt oder wirtschaftlich vernünftige Entscheidungen treffen kann. Die Belehrungsschreiben sind kurz gehalten, sind so aufgebaut, dass sie der Mandant verstehen kann, also eine Information für den Mandant. Aber sie sind auf der anderen Seite inhaltlich auch so ausgestaltet, dass sie die Haftung für den Steuerberater vermeiden, weil in vielen Fällen wird der Mandant behaupten, ich hätte diese oder jene Maßnahme nicht ergriffen, wenn mich mein Berater entsprechend belehrt hätte. Wir haben das Thema wie folgt gegliedert. Kapitel A, Grundlagen. In diesem Kapitel werden wir den BGH, die aktuelle BGH-Rechtsprechung, komprimiert darstellen. Kapitel B, Belehrungen für alle Unternehmen, also rechtsformunabhängige Belehrungen. Kapitel C, Belehrungen, die speziell für Einzelunternehmen und Personengesellschaften gelten. Und im Kapitel D, Belehrungen für Kapitalgesellschaften und ihre Gesellschafter. Die Kapitel A bis C werde ich vortragen. Das Kapitel D wird dann der Kollege Schlarp übernehmen. In der Arbeitsunterlage sehen Sie die Detailgliederung. Lassen Sie uns gleich beginnen mit dem Thema Grundlagen. Die Auffassung des BGH zu den Pflichten des Steuerberaters. Wir müssen unterscheiden, ob es sich um ein beschränktes Mandat handelt oder um ein Dauermandat. Die Pflichten beim Dauermandat sind weitaus höher. Zunächst zum beschränkten Mandat. Der Mandant gibt dem Steuerberater einen klar abgegrenzten Einmalauftrag, Einzelauftrag. Der Steuerberater arbeitet diesen Einzelauftrag ab. Es ist selbstverständlich, dass der den Mandanten hier umfassend belehren muss. Umfassend ist zu verstehen, wenn es fünf Lösungsmöglichkeiten gibt, ist der Steuerberater verpflichtet, dem Mandanten diese fünf Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zeigt er ihm nur vier auf und der Mandant verklagt ihn später nach dem Motto, hätten Sie mir die fünfte Lösungsmöglichkeit aufgezeigt, dann hätte ich XY.000 € gespart, dann hat der Steuerberater ein Haftungsproblem. Also bitte hier beachten, den Auftrag immer umfassend abarbeiten. Beim Dauermandat sind die Pflichten erweitert. Der Steuerberater hat den Mandanten bei jedweder steuerlichen Gestaltung zu beraten und zu belehren. Der Steuerberater hat auch entfernter liegende steuerliche Sachverhalte zu berücksichtigen.